Ja, liebe Pengpreis-Freunde, wir sind jetzt hier vor Ort und ich freue mich sehr, dem Herrn Herbert Feuerstein. Hallo, Herr Feuerstein. Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen. Dankeschön, Sie sind wirklich ein Held meiner Jugend. Und deshalb ist es mir eine Ehre, Ihnen den Pengpreis unseres Comic-Festivals München für Ihr Lebenswerk zu übergeben. Und ich denke, mein Leben wäre ohne Matt auch nicht dasselbe gewesen. Für uns war das immer eine kleine Sensation, wenn wir das neue Matt-Heft hatten damals. Und das war ganz, ganz toll. Und das war genau die Zeit, wo Sie auch das Matt gemacht haben. Und dafür vielen, vielen Dank. Ich könnte das selber nicht schöner sagen und das ist auch irgendwie ganz rührend. Ne? Also in der Tat, in der Erinnerung ist Matt wirklich sowas wie mein Lebenswerk. Ich habe es 20 Jahre lang gemacht, habe damit entweder sehr viele junge Leute für immer verdorben oder aber einfach bereichert um die Kunst der Satire und so. Ne? Finde das toll, dass ich jetzt auch noch einen Preis kriege. Steht sogar da drauf, das Lebenswerk. Ne? Ja. Muss mich ein bisschen entschuldigen, dass ich noch nicht tot bin, weil Lebenswerk kriegt man eigentlich erst so als Grabbeigabe. Ach, wir sind da ganz großzügig eigentlich, ja, muss ich sagen. Wir freuen uns auch noch, wenn unsere Preisträger noch ein bisschen weitermachen. Ne? Das ist ja klar. Aber was ich noch mal fragen wollte, also das Matt in den USA, das hat ja das kritische Bewusstsein der Jugend geschärft. Ich denke, die 68er-Generation. Zumindest in den USA ist dadurch geprägt worden und ich glaube, das war bei uns auch so. Also man ist ein bisschen respektloser mit Autoritätspersonen danach umgegangen, nachdem man Matt gelesen hat. Das wäre sehr wünschenswert. Es ist ja sowas wie eine Grundregel, eine Satirezeitschrift, egal welcher Art, ist immer abhängig von der Generation, für die sie geschaffen worden ist. Und ich glaube, in dem Sinne war das schon ein ganz schöner Glücksfall für uns, dass wir zum richtigen Zeitpunkt das gemacht haben. Es hat ganz, ganz klein und bescheiden angefangen, da im Bildschriftenverlag irgendwo in der Aachener Gegend mit einer Auflage von 15.000. Und ich habe damals auch, ich sage das einfach, weil es gibt wenig andere Sachen, auf die ich so stolz bin. Ich hatte damals einen wunderbaren Deal mit dem Verleger gemacht. Er hat mir dann die Umsatzbeteiligung zukommen lassen und ja, das ist, war dann ein lockeres und angenehmes Leben. Und wir haben uns sehr, sehr viele Mühe gegeben. Also die Grafiker habe ich immer verrückt gemacht, weil die durften ja nicht die Lautschriften, wie das im Amerikanischen ist, mit Squash, Crash und so weiter übernehmen, sondern wir wollten dann immer auch die deutschen Versionen, Zappadong und Wabung und Klappadack und so weiter, ne? Wie das einfach sich gehört, wenn man im deutschen Kultur oder Sprachraum zu Hause ist. Ne? Also in dem Sinne war das eine sehr unanstrengende, angenehme Sache, sehr aufwendig. Ja. Ja. Ich habe viele Mitarbeiter gehabt, sehr viele Freie. Sie haben angedeutet, Sie waren auch mal dabei. Ich war auch mal tatsächlich Mitarbeiter. Aber mit einem richtigen Leserbrief. Nein, ich habe tatsächlich auch einen Artikel geschrieben. Also Artikel? Also den ganzen Beitrag, den der Herr Astalos dann illustriert hat, das zeige ich Ihnen nachher nochmal. Matt 125 war das. Aber meine Frage wäre eigentlich noch gewesen, Sie haben dann ja irgendwann auch mal beschlossen, obwohl Sie ja aus dem großen Fundus von amerikanischen Matt-Heften schöpfen konnten, haben Sie trotzdem gesagt, Sie möchten gern deutsche Beiträge haben. Ist das von Ihnen gewünscht worden oder hat das der Verleger gesagt? Das war nicht so ganz einfach, das durchzusetzen, ne? Weil wir natürlich am Anfang unglaublich viel Material hatten, das wir immer rotieren, verwenden konnten und neu bringen und so weiter. Ne? Also die meisten Rückseiten, die wir jetzt in den Preisbildern gesehen haben, die kommen eigentlich aus dieser Richtung her. Aber gleichzeitig wurde das Material im Laufe der Zeit immer knapper. Ne? Dann kam natürlich auch die wunderbare Zeit, als der Verleger, der unglaublich geschäftstüchtig war und einer der ganz genialen, großen Gestalten. Seine Besonderheit war, dass er unglaublich gefräßig war. Und er hat einen Strick um den Leib gehabt, den er je nachdem, was er gefuttert hatte, entweder um einen Meter weitermachen konnte oder ein bisschen enger schnallen. Sie meinten, also den William Gaines, meinten Sie? Das ist der William Gaines, der Bill Gaines. Ne? Ja, ja. Den haben Sie ja persönlich auch mehrmals. Ich habe den mal natürlich getroffen. Ich war mal eingeladen in New York. Ich erinnere mich noch mit Schrecken daran, wie er da ein großes Aufsehen gemacht hat und so ganz langsam auf seinen
Safe, das irgendwo da im Zimmer versteckt war, zuging. Und ich dachte, ich kriege jetzt da mindestens eine Milliarde. Ne? Und da machte er es auf und da gab er mir ermäßigte Karten für das Museum of Modern Art in New York. Ne? Also der war schon sehr klug und sehr geschäftstüchtig und so weiter. Ne? Das Ende kam dann irgendwann, als uns einmal das Material ein bisschen ausging und zum Zweiten, als der wunderbare Verleger ausgerechnet mit dem Don Martin, unser aller Legende, einen Krach angefangen hat. Und er hat dann behauptet, die Originale der Zeichner, die wären sein Eigentum. Mhm. Und das hat sich natürlich Don Martin, haben auch sich viele andere so nicht gefallen lassen. Und das war so der Anfang vom Ende, denn ohne Don Martin war Mad einfach nicht mehr Mad. Und, das war für Sie auch die Initialzündung, dann zu sagen, jetzt müssen wir auch anderes Material noch einfügen, wenn der Don Martin nicht mehr so dabei ist? Ja, das war sehr, ein bisschen schwierig. Ne? Es gab ein paar Zeichner, die wir probemäßig, aber es gibt, für Don Martin gibt es keinen Ersatz. Ne? Also wir haben rumexperimentiert, haben nach dieser und jener Lösung gesucht, aber einen zweiten Don Martin, den haben wir auf die Weise nicht gefunden. Aber das deutsche Met war dann das erste Met-Magazin, was tatsächlich auch Eigenmaterial produziert hat. Weltweit. Ja. Wir hatten bei den Bildern von dem Rolf Trautmann, die wir dort vor allem als Rückseite gesehen haben, da relativ viel Glück, weil da immer viel im Angebot war. Einmal sind wir ganz richtig erschrocken, als es einen Alfred Hitler gab. Ja. Und haben da große Bedenken gehabt, den überhaupt dem deutschen Markt nehmen zu können. Mhm. Aber die Amerikaner haben das auch gemacht und nachdem die meisten Mitarbeiter dort jüdischen Bekenntnisses waren, haben wir gesagt, naja, gut, dann ne, atmen wir die tief durch. Und also den Hitler haben Sie aus USA übernommen. Und der ist nicht von Trautmann gewesen. Der kam einfach an zu unserem großen Schreck. Ne, und haben wir einfach dann genommen. Und die Trautmann-Sachen sind aber exklusiv fürs deutsche Met, die sind nicht im amerikanischen Met erschienen, oder? Gelegentlich doch mal. Die schönen Bilder vom Trautmann. Die Rückseiten waren sehr, sehr viele Originale. Ne? Deswegen bin ich auch sehr froh. Ich habe die ja auch alle gesammelt. Und mir tut es heute noch leid, dass der Trautmann irgendwo im Nichts verschwunden ist. Er ist irgendwo dann ohne Spuren zu hinterlassen im Nirvana aufgegangen. Das tut mir auch richtig leid. Ich hatte mit ihm immer enorme Spannungsprobleme, weil er nie rechtzeitig fertig wurde. Und vor allem mit komplizierten Titelbildern und so weiter. Und er hat mir auch da manchen üblen Streich gespielt, ne, indem er einfach, wenn er nicht fertig war und ich ihn sehr, sehr gedrängt habe, hat er einfach ein Bild, ein Original zerbrochen, zusammengefaltet und mir dann als Fragment geschickt in zwei Teilen. Ne? Aber das gehört auch zu den wunderbaren Eigenschaften. Ein Zeichner, der sich nichts gefallen lässt, ne, der darf auch mal seine eigenen Werke zerstören. Und der Herr Astalos war eigentlich einer Ihrer ersten Mitarbeiter? Astalos, es gab noch einen anderen, das war ein gewisser Gunther Baas, das war eigentlich mein Assistent. Den hatte ich so aufgebaut, der sollte dann meine Nachfolge übernehmen. Das Lustige ist, ich habe heute noch oben in meinem Archiv die Möglichkeit, mehr jederzeit weiterzumachen. Da ist noch genug Grundmaterial da und wenn es jetzt sein müsste, neu zum Leben erweckt werden würde, dann würde ich hingehen und einfach dasselbe nochmal zu machen. Ne? Wir haben ja in München noch den Dieter Stein, der wohnt. Ja. Der wohnt jetzt draußen. Ja. Und mit dem haben wir auch Kontakt, der ist ja danach dann Kunstmaler geworden. Der ist Kunstmaler geworden und auch von hoher Qualität und er hatte immer schon Ansprüche. Am Anfang haben wir immer Probleme gehabt, bis wir herausgefunden haben, dass wir denselben Tee bevorzugen, das war der Mango-Tee. Und seither steht er sehr, sehr hoch in meiner Bewunderung. Das war also neben Gunther Baas, neben Dieter Stein, neben dem Ibiza Astalos schon eine ganze Menge Leute, wirklich geniale Leute, ohne die kein Mad möglich gewesen wäre. Und deswegen finde ich das toll. Mhm.
Das Lebenswerk von Herbert Feuerstein. Wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal, dass ich noch lebe. Ne? Das muss man immer erst nachher machen. Ich bin stolz darauf, werde es in großen Ehren halten. Ich habe schon seltsame Preise bekommen. Ne? Also Bambi, Grimme-Preis und die üblichen Sachen. Aber ein Lebenswerk, das ist noch was Neues. Es ist an Qualität doch ganz schön geschrumpft. Ne? Es ist ein bisschen so auf der banalen Ebene gelandet. Ich weiß, das ist ein bisschen kühn, sowas zu behaupten, wenn das andere Leute machen. Aber ich bin da nicht mehr sehr glücklich. Ich glaube, es war ein guter Zeitpunkt, dass wir damals, wann war denn das, 1969 sowas, da hatte ich New York verlassen, dass das damals zu Ende ging. Aber ich weiß noch, wie wahnsinnig aufgeregt und stolz ich war, als ich da mal den Vorschlag bekommen hatte, das Deutsche Melk überhaupt zu machen, weil das überhaupt nicht vorgesehen war. Ich kannte natürlich das amerikanische Melk aus meiner New Yorker Zeit. Haben Sie das da regelmäßig gekauft? Ich habe das dort mit großer Bewunderung verfolgt. Das war damals die Zeit, als sehr viele neue Talkshows entwickelt worden sind und es war sehr viel im Umbruch, es hat sich viel Neues entwickelt. Vieles ist an die Wand gefahren und ist dann nicht weitergekommen. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit. Da gab es zum Beispiel bei einer Parallelsendung im Fernsehen, im amerikanischen Fernsehen, die dem Mad-Verständnis sehr nahe gekommen ist, ne? Dass da irgendjemand plötzlich laut Raid Razzia geschrieben hat. Dann stürzte alles durcheinander, alles lief hin und her und holter die Polter. Und ja, hinterher hat jemand dann Tillerpfeife gepfiffen und dann war alles gut. Sie meinen, die Satire-Fackel ist dann auch weitergegeben worden? Die ist irgendwo, ja, die hat die ist, ich habe da ja selber auch mitgemacht. Ja, Sie haben da selber auch, ja, mehr oder weniger rühmliche oder unrühmliche Geschichten da, die ganze Legende mit, wie ist der Harald Schmidt wirklich? Ne? Das werde ich Sie nicht fragen. Können Sie ruhig fragen, es ist alles ausgestanden. Wir leben in Harmonie und gegenseitige Hochachtung. Also ohne den Schmidt hätte ich da viele Sachen nicht gemacht und auch nicht gelernt und auch nicht gekonnt. Ne? Als Matt dann nochmal wieder neu gestartet wurde, da war es für Sie keine Option, da zurückzukehren? Überhaupt nicht, nein, das war es überhaupt nicht. Und die haben ja dann in Deutschland erstmals das Matt in Farbe gemacht, die haben Anzeigen veröffentlicht. Das ist auch schon so ein klein bisschen Frevel alles, oder? Für mich war das so nicht mehr akzeptabel. Ne? Also es fehlte einfach der Geist des ursprünglichen Mad. Und, ich halte das immer noch hier schön in die Hand. Ne? Nee, ich denke, vielleicht das ist wacker. Okay. Natürlich, bis zum nächsten Mal. Das nächste Lebenswerk. Schön, dass Sie da waren. Ja. Ne? Schön, dass wir kommen durften. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ne?